Eigentlich habe ich nicht erwartet, dass das schon jetzt losgeht. Es gibt eine Menge Fragen, E-Mails, Telefonate. Es ist immer so, Leute zu Hause glauben, dass wir wissen viel mehr als vielleicht eine andere Sender oder ein anderes Network. Aber leider ist das nicht so. Gestern Morgen bei EFN Frankfurt. Der Countdown für den Krieg läuft, aber wir dürfen drehen. Die Stimmung ist unaufgeregt. Klar sind wir vorbereitet. Unsere Soldaten und ihre Familien sollen umfassend informiert werden, sagt Sergeant Gene Taylor. Nicht nur aus Amerika, sondern was ihr Leben hier bestimmt, hier in Frankfurt. Viele unserer Hörer wollen wissen, ob zum Beispiel im Kriegsfall auch die amerikanischen Läden geöffnet haben. Natürlich werden sie offen sein. Mit solchen einfachen alltäglichen Fragen haben wir viel zu tun. Wir versichern den Leuten, dass sich ihr Leben hier auch während des Krieges nicht verändern wird. Weltweit gilt jede amerikanische Einrichtung als anschlaggefährdet. EFN wird seit Wochen von Bundeswehrsoldaten bewacht. Wie fühlt man sich da? Es ist toll zu wissen, dass der deutschen Regierung unser Wohlergehen am Herzen liegt und sie sich so für uns einsetzt. Auch wenn sie unsere Irak-Politik nicht unterstützt, aber sie hilft uns und damit Amerika, auch wenn sie die Außenpolitik nicht mitträgt. EFN war nie ein Feindsender. Wer in den 50er, 60er Jahren jung war in Hessen, der hing an der Nadel. Der Militärsender hat den Musikgeschmack und das Lebensgefühl seiner deutschen Hörer geprägt. Dabei sollte er doch eigentlich nur die stationierten Soldaten informieren und unterhalten. Bei EFN fing so manche Karriere an. Nicht militärisch, sondern musikalisch. Vieles hat sich verändert. Die deutschen Fans sind mit dem Sender alt geworden. Für die Kids ist er bedeutungslos. Aber der Mythos lebt. Darauf kann sich EFN, der amerikanische Militärsender, auch in schweren Zeiten verlassen. Auch durch die bösen Zeiten von Vietnamkrieg und wenn die Protestbewegung in Deutschland besonders aktiv war und ein gewisser Anti-Amerikanismus hat existiert, das merke ich heute nicht so sehr. Außerdem, komischerweise, haben das deutsche Bevölkerung nie EFN als Militärbasis gesehen. Wir sind ein Teil der Kultur inzwischen und ich kann mich nie erinnern, dass irgendjemand jemals vor unserer Tour einen Protest gemacht haben. Manchmal kriegen wir Blumen, aber es sind keine Proteste. Im nächsten Jahr wird EFN Frankfurt geschlossen und nach Wiesbaden und Mannheim verlegt. Weil EFN immer da sein wird, wo amerikanische Soldaten sind, könnte Sergeant Gene Taylor bald einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Vielleicht sage ich ja bald Guten Morgen, Bagdad. Das ist möglich. Aber keiner weiß ja genau, wie lange wir im Irak bleiben und ob wir das Land wieder aufbauen. Aber möglich ist das schon.